Ja, hallo und herzlich willkommen Minecraft-Freunde zu einem neuen Let's Play-Part hier von mir. Ja, und ich habe mir gedacht, dass wir uns diesmal mal so ein bisschen ums Haus kümmern, weil es ist ja auch noch nicht ganz fertig. Und dazu wollte ich jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo Leitern, weil die bräuchte ich jetzt mal. Nee, natürlich nicht. Gut, habe ich Holz hier irgendwo? Ja, hier. So, machen wir uns gleich mal ein paar Leitern. Boah, ich höre schon wieder ein Skelett und was ist denn das schon wieder? Stickies. Ja, muss eigentlich reichen. Obwohl, Stickies hätte ich glaube ich sogar noch gehabt, aber. Egal! So, hier haben wir Leitern. 6 müssten eigentlich reichen. Ich frage mich nur gerade, wo die Skelett ist. Erstmal muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier die Wände ziehe, weil ich wäre. Das können wir auch gleich mal machen. Ich habe ungefähr einen Plan, wie das mal weiß. Ja, die Wände mache ich jetzt auch aus Bruchstein, weil erstens haben wir das am Mast und zweitens ist wie gesagt unsere erste Bude. Und daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier auch nochmal hier eben Bruchstein nehmen. So, zack, ist perfekt. Außerdem mag ich es nicht so, wenn man hier zum Beispiel weiße Wände hat und hier hat man dann Bruchsteinwände. Deswegen ist es erst recht so, dass ich sage, okay, hier mache ich dann jetzt so. 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 Hier kommt ja eine Tür hin, habe ich ja gesagt. Also habe ich ja beigelassen für eine Tür. So. Wie gesagt, ist ja unser erstes Haus, deswegen brauchen wir hier auch nicht jetzt zu viel Design oder so. Also wenn wir uns später dann wirklich hier Riesenhäuser, Villen und so aufziehen, dann muss man natürlich schon ordentlich ab, also anders bauen. Ups. Aber jetzt für die normalen ersten, für das normale erste Haus reicht das vollkommen aus, finde ich. Und deswegen, so, machen wir hier auch das weg. Dann haben wir hier schön zwei Zimmer. Boah, sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus mit der Mauer, aber naja. Hier kommt dann das Schlafzimmer hin. Bett. Pack ich dann mal, oh, pack das hin, pack das einfach hier mal hin. Oh. Okay, daraus will ich mal Slips machen. So. Zack. Reicht schon, brauche gar nicht so viel. Dann mache ich mir mal hier so einen Nachttisch. Oh, auf beiden Seiten. So, sieht auch cool aus. So, und auf der anderen Seite hier in den Raum würde ich ja dann glatt sagen, machen wir mal hier die ganzen Sachen, die wir aus dem Villager drauf haben. Hier die Säge, das Ding, das Ding, das Ding, das. Haben wir noch irgendwas? Die Glocke kommt draußen hin, der kommt noch. Ah, da kann ich aber auch mal gucken. Ist ja noch hell. Ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle, so manchmal so. Wo ist jetzt die Glocke? Hier. Ja. Ja, habe ich eine Klingel. So, nice. So, oh, jetzt kommen die ganzen Monster raus. Einmal gebimmelt, kommen die ganzen Monster. Nein. Hast du die Werkbank nämlich auch mal mit in den Ofen? Komm, bau ab! Geh weg! Oh, hier sehe ich gerade, müssen wir noch mit Slaps so ein bisschen was machen. Warte, wo habe ich ihn? Irgendwo hatte ich doch jetzt gerade die noch gehabt. Ah, da waren sie, da sind sie ja.
wollen wir natürlich nicht so lassen, so. So, und dann würde ich sagen, bogen wir uns hier so ein bisschen mal hier hin. So. Was haben wir denn hier? Packen wir mal das alles hier hin. Packen wir runter. Hoch. Hoch. So, würde ich mal sagen, machen wir einfach mal die ganzen Bänke so hin. So hin. So hin. Dann würde ich sagen, machen wir die normale Workbench. Dann würde ich noch sagen, machen wir hier nochmal so einen kleinen Bereich, wo man halt so noch Stellfläche hat. Hier können wir den Baustand draufstellen. So. Und dann würde ich sagen, stellen wir die Säge hier hin. Das Ding stelle ich mal hier hin. Da kommt dann auch später der Amboss hin. So. Ja, sieht doch gut aus. So. Ja, Öfen. Da würde ich mir eigentlich gerne auch noch mal ein paar mehr Öfen machen. Also nicht nur ein Ofen, sondern ich schon mal. Machen wir jetzt erstmal hier 5. Mal gucken, ob das reicht. Und die Öfen würde ich sagen, mache ich dann hier. Oder? Ja, doch. Dann mache ich auch ein bisschen wieder weg. Dann mache ich hier noch so die Öfen hin. Ne? Könnte man eigentlich nochmal 5 machen. Also, dass man. So. Ups, einer zu viel. Egal. 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 So. Dann haben wir hier noch eine kleine Schmelze. Und das andere Ding würde ich sagen. Hauen wir hier hin und da hauen wir erstmal dahin. Dann gucken wir mal. So, ja, ist der Raum auch fertig. Und hier wollte ich eigentlich dasselbe machen, aber ich, nee, hier mache ich dann die Treppe hoch. Also passt. Ja, sieht schön aus. Wir haben auch schön die Sicht auf unser Acker. Ist auch eine schöne Sache. Ja. Hier. Ja. Ich weiß nicht, mache ich jetzt da neben noch ein Zimmer oder lasse ich es dann bei dem? Ne, daneben machen wir noch ein Zimmer, weil dann kann ich da auch vielleicht so ein Mini-Lager bauen, wo ich halt dann so die Sachen sammle, die halt, die wir halt ja öfters eben brauchen oder so. Ja, und hier machen wir das gleiche, hier ist noch eine Tür hin. Ja. Ja, Bello, bauen hier ein bisschen um. Für den Hund will ich aber auch gleich noch was machen, weil man muss ja hier nicht auf dem kalten Boden liegen. Also, das muss ja auch nicht sein. So, ja. So, dazu brauche ich Wolle. Weiße Wolle haben wir zurück genug. Wie war denn das jetzt nochmal mit dem Teppich? Ich glaube, so war. Nein. Hä? Achso, zwei so, okay. Das könnte sogar schon reichen. So, machen wir für den Hund so ein bisschen hier eine schöne Kuschelecke. Ach, sind nur 3? Ich dachte, es wären 8. Ja, nee, dann brauchen wir doch ein bisschen. Dann brauchen wir noch ein bisschen hier was, so. Zack. Das müsste jetzt aber reichen. So. Ja, das müsste jetzt reichen. Dann machen wir mal hier so. Ja. Bello, komm. Komm, steh auf. Komm. Komm zu mir. Komm. Ja, komm hier. Ja, komm hier. Ja, fein. So. Jetzt hat er auch hier so ein schönes, kuschelige Decke sozusagen. Muss noch irgendwie hier ein Trichter irgendwie. War denn das nochmal? Ein Kessel oder ein Trichter? Das glaube ich mit Eisen war irgendwie sehr viel. Hm. Ja gut, das muss ich später machen. Das habe ich jetzt hier alles nicht. Mensch, hier. Ist das eine Action? Ja.
Ist schon wieder Nacht. Ich schlafen. Schlafen. Ja. So. Ausleuchten müssen wir auch ein bisschen. Also ich würde mal sagen, hier so mal so neben den Fenstern mache ich das dann in den anderen Räumen genauso. Dürfte als Lichtquelle eigentlich ausreichen. Ja. Machen wir das auch. Jetzt gehen uns die Fackeln auch noch aus. Kein Problem, wir haben ja hier noch Kohle. Und Stickies haben wir auch noch so. Also die kann ich auch eigentlich so gleich craften. Da brauche ich jetzt nicht so ein Gedöns. Ja, machen wir gleich die vollen. So, haben wir wieder 16. Ja, Fackeln brauchen wir nachher noch richtig viele. Auch, also für das Steinlager, was ich vorhab zu bauen. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommt in irgendeinem Raum jetzt ein Lager und ins andere. Ich noch nicht. Lass ich einfach mal frei. So, eins werden wir jetzt noch machen, weil ich sehe gerade, wir überziehen, glaube ich, auch schon hier. Und ups. Ich will aber gerne noch vorher das Dach so einigermaßen fertig machen. So. Dazu muss ich mal nach oben. Hoffentlich habe ich auch Steine dabei. Naja, doch. Doch, müsste eigentlich reichen über den Stecken. So, dann bauen wir hier auf der kurzen Seite sozusagen machen wir mal hier so. Ja, es wird halt wie gesagt hier ein komplettes Bruchsteingebäude. Vielleicht baue ich noch irgendwie eine Terrasse oder so, keine Ahnung. Weil ich überlege gerade, ich glaube, ich mache was ganz anderes. Baue ich hier nicht so ein Dach? Baue ich. Nein, die Steine fallen runter. Nein! So, ja. So, was baue ich jetzt hier oben? Da wollte ich eigentlich ein Dach bauen, aber ich habe doch, glaube ich, eine andere Idee. Aber mir sind da noch ein paar Steine runtergefallen. Boah, ich höre überall die Monster. Das macht mich wahnsinnig. Aber gut, ich habe ja auch gleich einen Spinnspawner. So, wo ist jetzt das Skelett? Ist jetzt wieder hier in der Höhle oder was? Dabei habe ich doch extra ausgeleuchtet, aber nee. Aber hier ist nichts. Okay, ja, wir haben noch einiges zu tun. Gehen wir mal schnell wieder rein. So. So, was für Material brauche ich denn jetzt eigentlich? Eigentlich Zaun, ja? Ja, ich bräuchte jetzt eigentlich Zäune. Warte mal, ich muss mal kurz rüber, weil da hatte ich ja, glaube ich, auch noch eine Menge Krimskrams da drüben in meiner ersten Base. Und bevor es dunkel wird, hole ich die mal schnell. Aber gut. Lalalala. Meine Base, meine erste Base. Komm, nehmen wir jetzt alles mal mit. Oh, alles mitnehmen. Aber die Kisten auch. Weil die brauchen wir jetzt dann hier nicht mehr. Und wenn, machen wir die lieber in unser neues Lager. Ah, guck mal hier in Minecraft, da bist du so ein super Typ, ey. Kannst hier richtig alles ja, Inventar vollstopfen und muss zweimal laufen oder was, ey. Ah, nicht die Tasse.
Ah, gut. So viel Materialien. Jetzt muss ich die von hier bis nach da hinten schleppen. Ich glaube, als echter, im echten Leben wärst du schon zusammengebrochen. Richtig so. Ich kann das nicht. Weil ich will nicht wissen, wie viel Gewicht das ist. Weißt du, allein so diese ganzen Stacks mit Bruchsteine will ich nicht wissen, was man da sozusagen dann für körperliche Probleme hat. Ja, machen wir mal hier so ein. Ja, hier machen wir eine Kiste hin und hier machen wir dann das Holz rein. Und da drüber machen wir noch eine Kiste. Hier machen wir dann das Holz rein. Das ist eine ganz gute Sache. So. Ich werde jetzt aber nochmal hochgehen und schnell mal den Rest holen. Weil es wird auch bald schon wieder Nacht. Was hätte man auch anderes gedacht bei Minecraft? Ja, ja. Ich mal glaube, der Erschaffer von Minecraft mochte mehr die Nacht. Ich sag mal, mich stört ja an sich die Nacht gar nicht so extrem, aber jetzt, wo es diese komischen Flugmonster gibt, ist natürlich die Nacht noch mal ein etwas, ja, noch ein etwas schwieriger Part, weil diese Flugmonster oder was es da für Wesen sind, die hauen die ja doch ganz schön Damage rein. Und ja. Also da hat man schon seine Problemchen dann. Obwohl man aber sagen muss, in der Nacht hat man mehr Action, wenn man mit Monster fighten geht. Aber ich will jetzt meine Levelpunkte auch nicht so schnell hier. Was habe ich gar nicht wieder? Ach, oder irgendwelchen Krimskrams. Wo ich gleich mal gucken, ob ich die Kiste überhaupt mitnehmen muss. Oder ob ich sie einfach da lasse. Na. War es eigentlich eine nette Idee mit der Glocke, war? Hat man eine schöne, sozusagen, schöne Türklingel. Falls einer einen besuchen kommt, muss er dann bing, 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 bing machen. Da gucke ich durch den Türspion und wenn dann irgendein Monster da vorsteht, sage ich, nein, Zutritt verweigert. Kannst gleich wieder gehen. So, jetzt müsste ich aber den Rest eigentlich schaffen. Weiß er jetzt nicht mehr viel. In der einen Kiste gucke ich nach, weil wahrscheinlich lasse ich die dann da, weil. Wie gesagt, oh mein Gott. Zeug jetzt drin. Na doch, das nehme ich mit, die nehme ich auch mit, das nehme ich auch mit, das auch, das auch. Das auch? Ah, oh, nehme ich ja doch alles mit. Das ist ja vollkommener Quatsch, dann das hier zu lassen. Ja, nee, dann kommen, dann nehmen wir es natürlich mit. Mit! Ah! Bau ab! Schnell! Schnell! Bevor irgendwelche Monster von da unten kommen. Nee, da komm, die Steinkeule lasse ich hier. Ja, eine Kiste bleibt hier. Und es wird schon wieder Nacht. Nein, nein. Ja, schnell nach Hause. Die Sonne geht langsam wieder unter. Ich muss mal gucken, ob wir überhaupt bauen können. Ah ne, können wir glaube ich nicht, weil ja diese Flugmonster gibt es ja noch. Ja doch, warte mal, aber ich baue mal. Bauen wir das mal alles hier rein? Nein, die rote brauche ich. Wo habe ich die hier? So. Zack, und dann hole ich mir mal kurz die hier, weil dann kann ich schon mal die Dings umbauen. Weil ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ja, hier würde ich dann sagen, machen wir 1, 2, 3, reicht 3? Ja, 3 reichen. Und von Stein. Ja, 3 reichen vollkommen. So, und dann mache ich das hier auch. Ja. Damage kriegt man ja zum Glück nicht, wenn man hier 2, 3, ja. 1, 2, 3. Und dann können wir hier so eine Fackel hinmachen. Hier so eine Fackel. Und auf der anderen Seite machen wir dann das gleiche gespiegelt halt einfach. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Auch hier machen wir eine Fackel hin und es wird Nacht. Aber ist geil, wenn man hier dann so die Aussicht hat zum Dschungel hin. Wo gerade die Sonne untergeht. Total romantisch. Aber sobald es Nacht wird, ist es nicht mehr romantisch. Dann ist eher Horror.
So. Ja, jetzt würde ich ja noch gerne Zeugen, ne? Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Gut, ich könnte natürlich schnell, wenn dann hier die Monster kommen. Ich könnte auch jetzt schlafen gehen, gibt natürlich auch eine Lösung. Wir waren noch an 1000 Euro. Nein, wann schon? Ja, nein. Wir waren noch mal ein Zaun. Ja gut, also das mit dem Zaun können wir noch nicht machen. Ich muss erst mal gucken, wie man das craftet. Aber gut, die Zeit ist jetzt eh vorbei. Ja Leute, ich verabschiede mich dann wieder von euch und auch mein Hundi hier. Ja, danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Part und ciao!